Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2. Ja, wir sind immer noch unterwegs Richtung Bremen. Noch 236 Kilometer. Ja, fahre ich gerade ein bisschen schnell. Wahrscheinlich. Obwohl 80 ist hier noch erlaubt. Oh, kriege ich die Kurve oder kippe ich um? Ne, ich kriege die Kurve. So. Ja, hi Kollege. Ich weiß, das nennt man Beschleunigungsstreifen, aber wenn du mich hier nicht rüberlässt, dann ist auch Käse. So. Ja, das Blöde ist, also ne, wer letzte Folge verpasst hat, gerne nochmal reinschalten. Da bin ich ja wahrscheinlich. Kann sein, dass es an mir lag. Kann auch sein, dass wir einfach ein bisschen zu wenig Zeit hatten. Wahrscheinlich zu früh schlafen gegangen und deswegen haben wir so einen kleinen Zeitmanagement-Problem. Uns fehlen circa, naja, gut 3 Stunden irgendwie, die wir entweder reinfahren müssen oder keine Ahnung was, weil sonst kommen wir zu spät zum Liefertermin, beziehungsweise ja, 1 Uhr, spätestens 1:18 Uhr sollen wir abgeben. Wir brauchen jetzt allerdings noch circa 8 Stunden, sagt er mir. Da fehlen so 3, 4 Stunden, weil wir müssten auch noch mal pennen irgendwie. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, die 195 Kilometer runter zu rattern, ist wieder so ein bisschen, müssen wir einfach wieder gucken. Je nachdem, wie viele Kilometer über sind. Wir haben jetzt noch 3 Stunden, die wir fahren können. 189 Kilometer. Da sind es noch. Ich bin gespannt. So, obwohl hier sagt er mir auch 2 Stunden Fahrzeit. Bin ich so müde, dass ich das irgendwie verpeilt habe? Ich glaube ja. Ich glaube, ich bin schon wieder so müde, dass ich das einfach nicht mehr auf der Kette kriege. Ich habe mich total verguckt. Wir brauchen jetzt noch 2 Stunden 46. Wir haben noch eine Restzeit von, also ne, zur nächsten Pause von 3 Stunden 6. Das heißt, wir haben einen Puffer von knapp 20 Minuten. Von über 20 Minuten. Gut. Manchmal ist einfach so, ja. fällt mir auch wieder eine lustige Geschichte ein, die mir heute wirklich auf der Arbeit passiert ist. Ich bringe, beziehungsweise ich wurde als Schubmastfahrer angelernt und bringe meinen Kollegen da eine Teilekiste, ne, geht fest und stark davon aus, als ich das aus dem Regal ziehe, dass es die Kiste ist, die er braucht. Und fahr dahin und er guckt mich an, das sind die falschen Teile. Ich so, nee, das kann doch nicht sein, das ist doch dieselbe Nummer. Das ist doch die Nummer. Guckt er mich an, nee, kann nicht sein. Und zeigt mir dann die Nummer, ne, für die Teile, die er braucht. Ich guck da doppelt, dreifach hin. Ich so, boah, nee, das kann nicht sein. Das war irgendwie auch eine halbe Stunde vor Feierabend. Nee. So ein Mist. Bin ich froh, dass er die Teile, ne, dass er noch ein paar parat hatte, aber ich habe das da auch nicht mehr so richtig auf der Kette gekriegt. So kurz vor Feierabend, das war, ne, nicht mehr so meins. Weiß ich auch nicht. Naja. Manchmal ist das so. Aber dann schaffen wir das ja diese Folge noch. Wenn ich recht habe, sogar ohne Verspätung. Und wahrscheinlich, beziehungsweise ich gehe ganz stark davon aus, dass ich mich letzte Folge auch schon darauf hingewiesen habe, dass das ja, dass ich mich total verguckt habe. Da weiß ich das nämlich endlich auch.
Spätestens jetzt habe ich es gemerkt. So, 111 Kilometer noch. Und wir fahren immer ein bisschen mehr Zeit raus, ne? Ja. Mit dem 4 km/h zu schnell. Aber dann ist 4 wohl die magische Grenze, wo man dann noch kein Ticket kriegt. Ich dachte, das wäre Nummer 3 gewesen, dass man mit 4 schon ein Ticket kriegt, aber nee. Dann ist wohl die Grenze um 1 km/h, die man das noch irgendwie komplett ausreizen kann. Nur jetzt das 9 Plus Ultra. Da sind es noch 92 Kilometer. Beziehungsweise 90. Eine Stunde 20, sagte man noch. Ja, gut 30 Minuten. Wir haben gut 30 Minuten Zeit, hier den Trailer in die richtige Parklücke zu schieben. Und dann schlafen zu gehen. Das geht. Das geht. Das ist aber ein Schnieker-Reisebus, ne? Sieht eher aus wie so ein neueres Modell. Oder einfach nur, ne, gewaschen, gepflegt, etc. Dann sehen sie ja auch nach 10, 15 Jahren noch gut aus. So, 1928. Ja, da werde auch müde. Aber sind nur noch 50 Kilometer nach Stur, nach Sieke. Jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, wo ich dann auch wohne. Grüningen. Jetzt sind es nur noch 39. Hamburg, Bremen geradeaus. Und da hatte ein Judamensch wieder eine Panne. Und ich hoffe, dass ich gleich runter kann. Jetzt bitte keine Abfahrt gesperrt, kein gar nichts, weil wir sind da wieder kurz vor knapp. Mit den Pausenzeiten etc. So, schon mal ein bisschen vom Gas gehen. Ja, habe ich beinahe vermutet, dass hier 50 ist. 21 Kilometer. 21 Kilometer. So. Ampel ist rot. Schlecht für uns. Ja. Da ist sie doch wieder grün. Den gib Gas, Willi. So, 70. Ah, bis wir wieder 70 drauf haben, müssen wir wahrscheinlich wieder abbiegen. Oh, dann die Ampel ist rot. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Ah, sie wird grün für mich. 100. Ja, mit dem Auto hätte ich jetzt beinahe gesagt, lohnt sich das? Mit dem LKW... Bis wir da angekommen sind und auf 80 sind? Ne. Nö. Da vorne kommt schon das 50-Schild. Beziehungsweise, ja, okay. 70. Hier ist 50. So, wärst du auch wieder grün? Hey, yep. Da stand ich aber dann auch schon auf der Bremse.
So. Willkommen in Bremen. Jetzt kommen wir. Erster Aufenthalt genau in Bremen. Oh, nee, 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 nee. Und das erste Ticket. War eher ungeplant. Aber als die Ampel dann. Ich wollte noch schnell mal gelb rüber. Und dann war die Ampel dann doch schon rot. Na komm. Wir müssen schlafen. Jetzt aber. So. Hier links ist auch gleich die Firma. Wem habe ich denn jetzt da irgendwie? Okay. Ich wollte meine Tastatur wechseln. Schieb ich ihn gerade weg? Hat er nicht anders verdient? Mal ganz. Da fährt er so bescheiden. Egal, nicht aufregen. Einfach nicht aufregen. So. Ja, komm, wir nehmen wieder hier. Ne? Wir testen wieder alles Unmögliche aus, ob wir das möglich machen können. Und schauen einfach mal, was wir draus wird. So. Sieht an sich gar nicht mal so schwer aus. Ich bin gespannt. Ja, dürfte passen. Oh, wir haben sogar eine mitlenkende Achse. Ja, ich muss trotzdem noch mal vorziehen. Ist, glaube ich, aber auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen besseren Winkel, um da reinzukommen. So, und nochmal zurück. Das sieht doch schon gut aus. Wenn das jetzt mal nicht fast 1A ist, dann weiß ich auch nicht weiter. So, wir bleiben hier stehen. Satteln ab. Nimm natürlich das Geld mit. 1089 Kilometer. Joa, verbrauchter Kraftstoff. 484 Liter. Ja, wir müssen erstmal schlafen gehen. Deswegen auf fortfahren. Wir können einen weiteren Punkt vergeben. Und da würde ich gerne auf hochwertige Fracht gehen, oder? Wollen wir die Klasse 2 machen? Komm, wir machen die Klasse 2. Zack. Punkt ist ausgegeben. Und dann einmal ab zum Schlafplatz. So. Schnell die Druckluftbremse gelöst. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 34 Minuten. Boah, dürfte irgendwie klappen. Ich glaube, in 34 Minuten kriegen wir das irgendwie hin. Links von uns ist eine Werkstatt. Da kommt nichts, da kommt auch nichts. Und dann können wir ja nochmal bei den Fragezeichen vorbeifahren, ne? Ja, die Ampel ist auch dafür.
dass wir schlafen können. So, einmal schnell hier links rein bzw. rauf. Ich möchte... I'm sleeping? Ja. Da wird mir das verstanden angezeigt. Wenn ich in allen halte, wunderbar. Einmal Motor aus. Einmal schlafen gegangen. Wunderbar. Dann würde ich mich jetzt allerdings auch bei euch wieder bedanken. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, mir zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Schaut da auch sehr, sehr gerne rein. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, lasst euch nicht ärgern und einen wunderschönen Tag noch. Tschüss.